Der liebe Flo hat mich gebeten zu erklären, was wir denn überhaupt gemacht haben. Wann haben wir das überhaupt gemacht, frage ich mal in die Runde. Ist jetzt schon wieder 2 Wochen her in Wien? Ich glaube, ja. Ja, und frage ich mal vorab, war es ja Gaudi? Absolut. Ja, das ist lustig. Und was haben wir gemacht? Ein Flaschendrehlauf drauf. Und der Flo hat mich gefragt, kann ich das erklären? Ja, teilweise. Ich kann es zumindest mal erklären, was die eigentliche Idee war. Und mittlerweile glaube ich, es ist eine Idee, was sich auch weiterentwickelt. Ne? Aktuell ist es eher so eine Stadtrundtour mit coolen Leuten. Unglaublich viel Spaß. Und was war es damals? Also die erste Idee dazu hat man, weiß nicht, im Winter, vor einem Jahr. Und der erste Flaschendrehlauf hat dann stattgefunden im April vor einem Jahr. Und auf dem Weg dahin, also als wir dann gesagt haben, okay, wir machen sowas mal, kam man auf die Idee, warum muss man sich denn eigentlich immer auf seine Uhr verlassen, wenn man jetzt mal 4, 5, 6 Stunden laufen gehen will? Ja, du musst dir immer irgendwo Gedanken machen, machst dir irgendwo eine Tourenplanung in Strava oder in Komoot und dann folgst halt einfach deine Uhr blöd. Und da haben wir gedacht, okay, was wäre denn, wenn du sagst, du triffst dich und dann läufst in irgendeine Richtung los und vergisst die Uhr, vergisst auch deine Karte, sondern hast einfach einen Kompass dabei. Und wenn da eine Abzweigung ist, dann nimmst halt den Weg, der halt damals entschieden wurde, keine Ahnung, 180 Grad. Es wäre dann Süden, oder? 180 Grad ist Süden. Mhm. Ja. Und das war eigentlich damals so die Idee. Und das war so phänomenal mit dem Thorsten und dem Hansi, weil wir auch damals, denkt an die Magie der Flasche, die Flasche wird dich schon irgendwo cool hinlotsen, wo es dann richtig viel Spaß hast. Und wir sind dann rausgekommen, direkt an der Brauerei, wo wir den Inhaber auch noch kannten. Und ja, besser geht's nicht, bei bestem Sonnenschein. So, das ist ungefähr der Flaschendrehlauf. Aber man muss schon natürlich, wenn du wissen willst, muss man es noch genauer erklären. Jetzt haben wir ja schon einige Podcasts gehabt. Wollen wir da nochmal in die Tiefe gehen, was man da genau macht? Nein, das reicht, damit man sich so ungefähr vorstellen kann. Also man dreht eine Flasche und in die Richtung, der Flasche steigt, wie du erklärt hast, in die läuft man einfach x Stunden, so viel man, wie man halt will. Und zwingt sich quasi dadurch, Neues zu entdecken. Ich glaube, das kann man so. Genau. Und das hatten wir das erste Mal gemacht mit 8 Stunden. Wir haben es jetzt gemeint, mit 6,5 oder 7 Stunden gemacht. 6,5 sind es dann geworden, glaube ich. Ja. Ist egal eigentlich, ob es 1, 2, 3 Stunden sind. Der Gag daran, du wirst gezwungen, eigentlich den Weg als cool zu finden. Na, nicht irgendwie das Ziel, irgendwo zu sagen, hey, du willst jetzt da und da hinkommen und erst dann bist du glücklich. Nee, du genießt halt jeden Schritt eigentlich, ne? Und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau es entstanden ist, aber irgendwie kam die Idee auf, dass man das in Wien tun könnte. So ist grundsätzlich jetzt den Übergang zum jetzigen Setting hier zu finden. Und ihr habt euch gedacht, ihr kommt einfach mal nach Wien, wir drehen in Wien eine Flasche und laufen dann einfach 6 Stunden in diese Richtung. So glaube ich, war das. Wir haben uns gedacht, wir kennen ja lustige Leute und die müssen auch mal was Lustiges, lebt ja auch was Lustiges, so ist es ja nicht, aber zumindest mit uns mal was Lustiges erleben. Und genau so, ja, und das war ja Bombenerfolg und macht Lust auf mehr. Genau, und jetzt befinden wir uns hier zu siebt und ich habe mir gedacht damit, wir waren noch nie so viele Leute in einem Podcast, das ist ja auch irgendwie eine gewisse Premiere. Da haben wir gedacht, wir können vielleicht das noch jeder sich mal kurz durchgehen und kurz mal vorstellen, damit man ungefähr eine Idee hat, wer sich da alle zu diesem Flaschendrehlauf zusammengefunden hat. Und dass jeder vielleicht kurz erzählt, wie es aus seiner Sicht irgendwie so ein bisschen dazu kam. So ein bisschen. Vom Flo haben wir es jetzt gehört, ich weiß nicht, ob du zu deiner Person noch grundsätzlich was hinzufügen willst. Naja gut, ich stehe ja oder ich sitze hier für den Morgenspaziergang und im Grunde genommen sind wir hauptsächlich der Thorsten, Hansi und ich. Wir hatten den lieben Andi, der sich gleich auch nochmal vorstellen will, zu einem faszinierenden Podcast. Und das ist der Andi, ist ein guter, auch mittlerweile schon alter Laufkumpane vom Thorsten. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr sowas macht, dann na, andersrum. Wir haben versucht, ihn zu überreden und das ging erfreulicherweise relativ schnell. Ja, mehr. Ja, kommen wir noch aus Nürnberg. Ja.
cool. Dann ich gehe einfach so, wie ich es da sehe, bei den Bildschirmen, gehe ich einfach einen weiter nach rechts. Robert. Ah, ja. Grüße euch und schönen Abend. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kenne den Flo und den Peter. Die haben gemeint, sie wollen einen Flaschendrehlauf machen. Ich habe mir erklären lassen, was das ist und war sofort dabei. Bei verrückten Sachen, das macht Spaß. Wobei ich zugeben muss, ich war der Meinung, wir drehen halt die Flasche so lang, bis sie dorthin zeigt, wo wir hinwollen. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Dass wir das dann wirklich mit der Konsequenz durchziehen, war dann doch im Endeffekt echt genial. Wir haben eine ganz tolle Stadtführung bekommen am Anfang vom Tom. Das war wirklich, das war auch für einen Wiener durchaus interessant. Und dann im Laufe des Laufes habe ich dann wirklich euch alle sehr gut kennengelernt, bin draufgekommen, zwei von den deutschen Kollegen werde ich dann bei meiner Challenge Rot im Juli wieder treffen und habe sehr tolle Gespräche geführt. Also es war wirklich ein sehr cooles Erlebnis. Ja. Super, dann gehe ich eins weiter nach rechts, da kommt dann eh gleich der erwähnte Andi. Ja, also ich kannte ja, oder der Flo hat mich ja schon fast vorgestellt, ich kannte ja die Stories von dem fränkischen Flaschendrehlauf schon. Und ja, dann, wenn es um irgendwas zum Laufen geht, bin ich ja relativ schnell zu überzeugen. Der Thorsten hat mich dann gefragt, wie es denn ausschaut mit Wien. Da habe ich gesagt, naja, also wenn das terminlich klappt, freue ich mich natürlich riesig. Ich war schon ewig nicht mehr in Wien und das ist eine Riesenchance, A, nette Leute kennenzulernen und natürlich die Stadt mal wieder zu sehen und vielleicht die Stadt auch aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Ja. Und ja, beides ist eigentlich wahr geworden. Ich habe viele nette Leute kennengelernt und ich habe viel von Wien gesehen. Die reden mir von netten Leuten, Peter, die sie besuchen wollen. Dabei wollten sie zu uns, das ist mir noch irgendwie nicht ganz klar. Aber vielleicht. Sie haben gesagt, sie haben viele nette Leute kennengelernt. Und uns. Also okay. Jetzt macht es wieder mehr Sinn. Wir sind ja durch Wien durchgelaufen. Okay, also, auch flüchtige Bekanntschaften können nett sein. Gut, ich war ganz nett verwirrt, deswegen danke, dass du mir da geholfen hast. Gerne. Dann gehe ich nach links unten, das ist bei mir der Christian. Ja, hallo, grüß euch. Ja, das ist vielleicht eine gute Frage, wie ich da dazugestoßen bin. Ich bin jetzt seit circa 2 Jahren beim Team Vegan und ich glaube über sozialen Netzwerke, Signal war es, glaube ich, wurde dieser Flaschendrehlauf da publiziert. Ich habe mir ein bisschen gedacht, ja, irgendwie komische Sache. Klingt aber sehr interessant, konnte es fast gar nicht glauben. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, schaust du das halt einmal an. Vielleicht ist ja so, weiß nicht, eine Ente oder irgendwas Lustiges. Ist ja nahe, schon ein bisschen in der Faschingszeit gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich am Samstagvormittag oder am Samstag eigentlich nicht viel zu tun gehabt, habe dann meine Schuhe gepackt, Zug reingestiegen, zum Hauptbahnhof gefahren und siehe da sind wirklich am Vorplatz ein paar Leute gestanden mit der Flasche da am Boden und haben lustig die Flasche gedreht. Und dann ist es auch schon losgegangen. Also, ich glaube, das war das Einzige, das sich gewundert hat, dass da Leute mit einer Flasche drehen, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja. Cool. Dann gehe ich eins weiter und wir hatten dich ja in letzte Woche zu Gast. Hallo Tom, magst du wie warum? Ja, hallo alle. Ja, ich war bei euch letzte Woche zu Gast, das haben wir auch schon ein bisschen länger aufgenommen. Aber der Flaschendrehlauf, der war für mich, ihr habt mich gefragt, ob ich sowas mitmachen möchte. Und habt mir gleich mal die Zeit von 6 Stunden oder noch mehr laufen gesagt. Und ich gemeint irgendwie, okay, ihr seid irgendwo angerennt, weil das schaffe ich nicht. Also ich bin alles nur kein Ultraläufer. Und bin dann halt 2 Stunden mitgelaufen und fand das total lustig und total spannend. Ich habe mir eigentlich vorgedacht, dass man bei jeder Kreuzung die Flasche drehen würde. Und dann immer woanders hinläuft. Ich kenne das irgendwie als Variante, wo man einfach so, du fährst irgendwo hin und dann sagst, okay, erstes Auto, das kommt, ist rot, dann biegst nach links ab. Und wenn es ein schwarzes ist, biegst nach rechts ab. Und Flaschen drehen ist ein bisschen ähnlich, aber dass man sagt, wir drehen in eine Richtung und halten dann quasi den Kompass dorthin gedreht, das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und zum Glück und sogar ohne Schummeln hat die Flasche auch in die richtige Richtung gezeigt, weil wenn die irgendwie nach Südwesten gezeigt hätte, dann wäre man einfach irgendwo ins Elend reingekommen. Ich meine, auch spannend zum Laufen,
Aber so in Wien auf dem Matzlensdorfer Platz und dann weiter irgendwie an Schönbrunn, nämlich so vorbei, dass man irgendwie nur in die Industriezonen kommt, das wäre ein anderes Projekt von euch, glaube ich, das wir da gelaufen wären. Und so haben wir, glaube ich, das Ideal erwischt. Und ich bin halt nach 2 Stunden ausgestiegen, weil ich eben kein Ultraläufer bin und am Tag davor auch ein hartes Tempo nicht gehabt habe. Aber ich wäre gerne mitgekommen, aber das wäre kein Spaß gewesen für keinen mehr dann. Aber ich merke schon, es ist witzig, wie jeder was anderes unter dem Flaschendriller verstanden hat. Und das könnte ja wiederum auch viel Inspiration geben. Vielleicht wieder so ein Selbstläufer wie der Big Backyard Ultra oder sowas, dass sich das dann verselbstständigt. Ihr habt das hier zuerst gehört. Flaschendrehlauf-Varianten mit jedes Mal an der Kreuzung drehen. Spannend. Ja, aber wo nimmst du die ganzen leeren Flaschen her? Du musst einfach immer eine mitnehmen. Ja, ja. Du bräuchtest schon so einen du musst einen Aufsatz basteln, dass du irgendwas auf so einem Holzding oben hast, das du nur noch drehen musst. Dann muss man irgendwas machen. Ja, aber du brauchst jedes Mal eine neue Flasche. Ne? Ach so. Puh. Leer. Ich weiß, glaube ich, in der Steiermark gibt es einen Bierkistenlauf. Den läuft man zu zweit oder zu viert und nimmt eine Bierkiste mit. Das wäre vielleicht so eine Kombi-Variante, da hätte man die Flaschen immer parat. Oder du nimmst da so ein 16er Back kleiner Feigling oder so. Aber das habe ich beim Linz-Marathon auch erlebt. Da sind Leute ganz normal mit der Bierkiste in der Hand gelaufen, haben jeden Kilometer ein Bier getrunken. Aber sie haben nicht die volle Klasse geschafft. Es war ein spaßiger Lauf und hatte sicherlich auch mit Biertrinken zu tun, aber halt davor oder danach. Ne? Also es war ja letzten Endes ohne großes Stress laufen, muss ich sagen, aber halt trotzdem ein wenig sportlich schon. Ja. Aber was haltet ihr jetzt von? Weil jetzt will der Peter auch sich noch vorstellen? Ich habe mir gedacht, der Vollständigkeit halber darf auch der Peter mal was sagen. Dann. Hallo jetzt, Peter. Jetzt sind wir schon fast eine Viertelstunde im Podcast und er hat noch nicht so viel gesagt. Hallo. Aber ich bin ja auch normalerweise als introvertierter, zurückhaltender und recht stiller Zeitgenosse bekannt, dementsprechend. Will mich da nicht vordrängen. Er wird nicht einmal groß dabei. Natürlich nicht. Jahrelange Übung. Aber ich muss sagen, ich habe die Idee vom Flo sehr lustig gefunden und deswegen haben wir gesagt, dass das müssen wir irgendwann machen und wir wollten es eigentlich schon viel früher machen, aber es ist sie nicht ausgegangen. Und Die ursprüngliche Idee wäre ja gewesen, dass wir in Hütteldorf gestartet wären. Also ich wollte eigentlich in Hütteldorf starten, weil ich mir vorher die Karten angeschaut habe und gedacht, okay, wo in Wien musst du starten, damit die Chance auf eine miese Strecke am geringsten ist. Und dann haben wir gedacht, wenn du im Westen startest, dann wird es schon passen. Weil im schlechtesten Fall laufst du mal durch Wien durch und dann hast du da ein bisschen Not und Elend Richtung Flughafen. Aber Hauptbahnhof haben wir gedacht, puh, da hast du echt eine gute Chance, dass es eine schlechte Strecke wird. Oder eine, nennen wir es mal, nicht besonders abwechslungsreiche Strecke. Und haben wir trotzdem gedacht, ja, aber wir werden sicher was entdecken, wo ich noch nie war. Ja. Na. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe mal sehr, sehr schön gefunden, wie wir uns eingefunden haben in der Früh beim Hauptbahnhof. Unser Zuwachs, unser Unvermuteter, den du vorher erwähnt hast, der wäre ja sehr schön. Weil wir haben uns ja, um eine Flasche zu haben, die wir drehen wollen, einfach einmal schnell beim Bäcker. Danke, Anker, der Wahl an Prosecco geholt, eine kleine Flaschen, und sind am Vorplatz rausgegangen und haben die mal im Kreis gedreht. Und plötzlich ist wer neben uns gestanden und hat gesagt, braucht ihr die Flaschen noch? Na, kannst schon nachher haben, aber du, die ist halt schon leer, gell? Ja, dann will ich es auch Na gut. Der hat einfach, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass du um 8 in der Früh voll justiert zum Sport machen irgendwo stehst und die Flasche leer ist. Es war im Nachhinein auch ein bisschen gemein. Wir hätten eine Mahne geben sollen. Ja. Aber wir haben ja, wie du sagst, wir haben ja echt Glück gehabt, weil ich glaube, wir haben echt, also wie der Thomas vorher gesagt hat, hätten wir irgendwas im Süden erwischt, war es einöde pur gewesen. Wir haben auch
genau die Seite erwischt, wo man quasi vom Hauptbahnhof quer durch Wien laufen hat müssen und somit auch Wien von seinen schönsten Seiten präsentieren konnte. Einspruch. Wenn wir nach Süden oder nach Südosten gelaufen wären, da wären wir quasi in den böhmischen Prater gekommen. Das wäre auch ganz viel Stadtgeschichte gewesen. Und nach Süden runter über Oberlaa und dann Richtung wieder Neustadt. Und da gibt es gibt's ja schon spannende Ecken. Aber natürlich irgendwie die historische Geschichte war natürlich total spannend. Weil so hast du irgendwie alles, was Österreich ausmacht, inklusive Donau, gerade dass ihr nicht in die Wachau gekommen seid, das hat noch gefehlt. Aber sonst war da irgendwie... ihr habt die Nation bis auf die Alpen und die Wachau einfach komplett erlebt. Die Wachau wäre ja schon gegangen zu laufen. Da war eigentlich nicht das Problem, dass es nicht gegangen wäre, sondern das hätte einfach einen Rattenschwanz an schlechter Stimmung im Hotel zurückgelassen, glaube ich. Also wenn der Hansi, der Thorsten und der Flo ihre Familien mit nach Wien nehmen und dann sagen, wir laufen nicht 6 Stunden, sondern Leute, wir kommen morgen wieder. Wir laufen jetzt einmal 20 Stunden oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so als Familienurlaub tauglich ist. Aber vielleicht gehen wir kurz die Strecke durch von Anfang an und jeder gibt so seine Eindrücke dann. Ja, ja. Also wir haben eben am Hauptbahnhof angefangen und haben so Nordosten, irgendwas dazwischen. Nordwest. Nein, was nicht, wurscht. Nordwest, so rauf ganz Richtung fix. Biesenberg. Westen. So. Westen. Nordwurscht. Es war nicht Richtung Russland, sondern eher Richtung Finnland. Großbritannien. Ja, Finnland. Genau. Kann ich bestätigen. Hauptbahnhof Richtung Finnland. Na gut. Und dann hat er relativ schnell der Tom das Kommando übernommen und hat uns eine exquisite Wien-Tour gegeben, oder? Wir sind dann übers Belvedere. Ich habe zuerst ein bisschen geschummelt, weil es war ja eben, es war Nord-Nordwest, hat die Flasche gezeigt, aber ich habe gesagt, diese eine Straße runterlaufen, das geht zwar, aber da bist du ungefähr 300 Meter neben einem der schönsten Ecken, die es in Wien gibt, neben dem Belvedere. Und dieser Park ist einfach genial, um Wien so zu sehen, wie sie auch schon, also wie Wien sie auch gerne selbst sieht, nämlich mit diesem berühmten Canaletto-Blick, der auf jeder Ansicht ein Ansichtskartenblick auf die Stadt runter, der bei diesem Licht nicht vollkommen genial ist. Und ich glaube, ihr wart mal nicht böse, dass wir diese 300 Meter uns von der eigentlichen Route entfernt haben. Und das ist dann einfach der perfekte Touri-Trip, nämlich auch für Wiener und Wienerinnen. Wenn du einfach übers Belvedere runterrennst und dann quasi den Ring entlang, nämlich den interessanten Teil der Ringstraße, da kann dann Wien, wenn das Wetter halbwegs passt, nicht noch schöner werden. Also das war irgendwie so wie aus dem Reiseführer. Und zusätzlich dazu haben wir ja noch perfektes Wetter auch noch gehabt. Also das hat uns ja noch zusätzlich in die Karten gespielt, dass die Sonne gescheint hat und das einfach alles zusammenpasst hat. Ja. Und die Erklärungen von Tom waren wirklich, also ich habe es genial gefunden. Auch als Wiener habe ich da immer wieder neue Sachen gelernt und gehört. Also auch danke dafür. Man macht aber sowas selten in der eigenen Stadt irgendwie, oder? Also man glaubt irgendwie, man kennt eh alles und ich glaube, es ist generell mal spannend, dass man Tourist in der eigenen Stadt ist. Ich habe das einmal gemacht beruflich, da habe ich noch für eine Hotelkette gearbeitet. Da haben wir für unsere Wiener Hotels Wiener Kommunalpolitikjournalisten eingeladen, sich Wien 3 Tage lang wie Touristen, also mit Hotelaufenthalt, Fiakerfahrten, allem drum und dran zu erleben. Die waren hin und weg, weil sie einfach irgendwie... Die waren alle noch nie in der Ruprechtskirche. Jeder Tourist weiß, wie hoch der Stephansdom ist, wie viele Stufen da sind. Du siehst die Stadt, in der du lebst, ja nie als Tourist. Weil du erlebst die Touristen als Störfaktor am Weg zur Arbeit. Und das ist total faszinierend zu sehen, also wie eine Bühne von ganz anderen Gruppen erlebt und benutzt wird. Das kann ich nur bestätigen. Ich arbeite jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren in Wien und habe bei diesem Flaschendrehlauf so viele neue Sachen gesehen. Also, weil in der Stadt, wo man arbeitet, ist man halt nicht so oft Tourist. Da fährt man halt dann doch irgendwo anders hin. Aber man sieht dann wieder, das Gute ist dann doch wieder doch sehr nah. Ja, also da helfen kann da auch ein Marathon. Also ich habe Linz durch meinen ersten Linz-Marathon ja auch sehr gut kennengelernt, weil der Gunther aus Linz kommt und einfach, ich weiß es nicht, normalerweise eine halbe Stunde schneller ist wie ich und dementsprechend viel Luft hatte und mir währenddessen eine Stadtführung gegeben hat. Und ich glaube, sowas kann auch sehr spannend sein. Außerdem lenkt es vom Schmerz ab.
habe ich zum Beispiel Salzburg recht gut kennengelernt. Salzburg Marathon, ein paar Trailläufe in Salzburg gemacht, Trailrunning Festival. Und jetzt kann ich sagen, auf diesem Platz, auf dem Mozartplatz, da bin ich da schon gelegen, dort habe ich schon geschnauft, da habe ich schon meine Botschen gestreckt. Und wie war das jetzt für unsere deutschen Freunde, die jetzt Wien gar nicht gekannt haben? Was habt ihr euch mitgenommen von den ersten Kilometern der Wien-Führung? Andi, leg los. Ja, also für mich war es, also ich muss dazu sagen, ich war ja das letzte Mal als Kind in Wien, also von dem her war ja für mich quasi alles neu. Ja, ich war schlichtweg eigentlich begeistert und ich habe mich riesig gefreut, dass der Tom uns so viel erklärt hat. Das war eigentlich schon ziemlich geil, weil das war eine ziemlich exklusive Stadtführung und ja, ich konnte mir sicherlich nicht alles merken, aber es war wirklich total schön, auch von jemand, der dort lebt, eben auch die Stadt gezeigt zu bekommen. Also war schon beeindruckend. Also wir sind gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde, also so 5 bis 6 Kilometer, nur in einem Schloss gelaufen. Einem Schloss und dann nochmal ein. Am Anfang hatte ich ja jeden von euch gefragt, wie viele Schlösser hat denn eigentlich Wien? Und sie haben mir alle geantwortet, wirklich, ich habe nach und nach die Leute gefragt, Tausende. Nicht, na, jetzt sag doch mal, wie viel. Aber wenn man erst bei 6 Kilometer durch ein Schloss, was offensichtlich mehrere Schlösser sein müssen, 6 Kilometer, also es hat eigentlich jedes Bauwerk da ausgeschaut wie ein Schloss. Ne? Und das war schon sehr beeindruckend. Also beeindruckend trifft es eigentlich ganz gut, ja. Cool. Und der Obergag am Flaschendrehlauf ist doch, dass ihr morgens keine Ahnung habt, was ihr sehen werdet. Und dann genießt ihr doch jede einzelne Sache, die ihr seht, viel mehr. Und dass das natürlich jetzt die Perlen von Wien waren, umso besser. Und vor allem Tom, also besser hätten wir es nicht machen können. Wir buchen dich bei allen Flaschendrehläufen jetzt als Reiseleiter. Wenn du vor 3 Jahren durch die Stadt kennenlernen kann, voll bezahlt, super, sehr gerne. Ich glaube, das nächste war Innsbruck im Gespräch. Also informier dich schon mal über Innsbruck. Ja, Innsbruck wäre toll, aber da hat der Thorsten viele Berge, schon gesagt, das finde er nicht so toll. Wobei während des Laufens habe ich auch vom Hansi, glaube ich, erfahren, das war auch durchaus spannend. Da gibt es ja so einen All-Street-Lauf pro Stadt. Da kann man dann sozusagen schauen, dass man wirklich alle Straßen in seiner Stadt oder in einer ausgesuchten abläuft, weil beim Garmin oder bei allen anderen, die das abspeichern, kann man das auf der entsprechenden Homepage hochladen und dann sehen, erstens, welche Strecken man eigentlich immer die gleichen läuft und dass man dann wirklich einmal versucht, eben andere Wege zu gehen. Das war durchaus spannendes Gespräch, was ich da gehabt habe. Ich werde es jetzt da zumindest bei mir einmal in meiner Gemeinde anfangen, weil sogar da kenne ich nicht alle Straßen, obwohl ich dort schon seit 15 Jahren wohne. Und es ist nur eine 4.500 Einwohnergemeinde. Also das habe ich auch durchaus sehr spannend gefunden. Du könntest doch probieren, ob du alle Wege aufs Leitergebirge rauflaufen kannst. Also da möchte ich natürlich ganz kurz einhaken und möchte mich für die wohlwollende Erwähnung des allseits beliebten Leitergebirges wirklich herzlich bedanken. Das war ja durchaus der Running Gag bei unserem Lauf und bin drauf gekommen, dass ich auf jeden Fall in dieses Format weiter investieren werde. Ja. Also das hat Potenzial. Ja, wenn es sich auszahlt, ne, dann. Ja. Aber nochmal zum, weil der Peter vorhin meinte, was wäre es gewesen in den Süden? Also ich glaube, ich hätte mich genauso gefreut. Es wären natürlich nicht die Perlen gewesen, aber wie bei diesem Every Single Street Laufen oder City Striding, da siehst halt irgendwie auch, du machst deine Augen auf und siehst auf einmal was und lachst dich tot darüber, dass da gerade sowas jetzt auf dich wartet. Und das ist bei dem Single Streeting auch ganz interessant. Der Thorsten hat es gemacht damals vor 2, 3 Jahren in Schwabach, also kleinere Stadt bei uns um die Ecke. Und der hat mir dann erzählt, er hat dann auf die Häuser geachtet. Ja, also das ist der Gag, also beim Single Streeting geht es darum, stell dir mal vor, du läufst von A nach B, einem Race Across America. Ja? Weil das hatte nämlich der Ricky Gates gemacht,
Er ist einmal durch Amerika durchgelaufen und hat dann gesagt, er hat aber nichts gesehen. Er versteht das Land jetzt immer noch nicht. Und hat gesagt, ich will aber jetzt mal die ganzen Straßen in San Francisco ablaufen, um mal zu sagen, jetzt verstehe ich San Francisco. So, und ich habe gesagt, aber ich würde da vorbeilaufen und würde mir die Leute anschauen, wie die gerade aus dem Haus rauskommen oder irgendwas. Und der Thorsten hat gesagt, nee, er schaut sich die Häuser an oder die Türen. Und das ist halt auch so, von sowas lebt halt dieser Flaschendrehlauf, finde ich. Also es kann ruhig hässlich sein und dann freue ich mich darüber, wie hässlich Wien ist. Naja, ich musste ja lernen, dass in Wien sogar die Müllverbrennungsanlage von 100 Wasser verschönert wurde, also. Ja. Hat er keine Kosten und Mühen gescheut, uns auch sehr schöne Sachen zu präsentieren. Spitalau, ja. Wohl wahr. Ja, aber es ist im Endeffekt, es ist gegangen von Belvedere quer durch den ersten Bezirk im Endeffekt, also die schöne Seite vom ersten, den entlang, dann zum Donaukanal, dann den Donaukanal entlang bis zur Donauinsel mit Ausblick eben Calenberg, Leopoldsberg und so weiter und so fort. Und dann für die meisten Menschen, die in Wien wohnen, völliges Neuland, nämlich ins Wiener Hochgebirge, den Biesenberg. Ja, genau. Und den geliebten Biesenberg. Aber kurz vorher, also wir sind ja die Donau entlang, kurz bevor wir da unter der Autobahn durch, hat uns ja dann der Tom verlassen, weil wie er gesagt hat, er war einer. Da entschuldige ich mich jetzt noch dafür, aber es war einfach, also ich bin dann nach 2 Stunden am oberen Einlauf wäre von der Donauinsel nicht. Also du hast die 2 Stunden so viel Gas gegeben, das ist absolut in Ordnung. Ja, ich hab's trotzdem. Und wirklich verziehen haben wir es dann noch immer nicht. Du musst das nächste Mal einfach dann, wenn wir es nochmal machen, musst du nochmal zurücklaufen, während wir zurück im Zug fahren. Okay, das machen wir. Aber Strafe Peter. Zur Strafe muss er einen hässlichen Marathon mit uns laufen. Ah, da freue ich mich nicht. Projekt. Also, der berühmte Biesenberg. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. War das wirklich auf unsere Richtung? Ja, es war wirklich. Oder hat sich so irgendwie da was hingezogen? Also etwas dichter hingezogen? Na, es war lustigerweise tatsächlich auf der Richtung. Das Einzige, was unsere Richtung ein bisschen verfälscht hat, war, glaube ich, die Donauinsel an sich. Aber die Donauinsel kannst du halt nur entlang laufen, weil halt links und rechts Wasser ist. Aber von der grundsätzlichen Ausrichtung des Kompass sind wir tatsächlich Richtung Biesenberg und dann Richtung Michelberg. Das hat gepasst. Also wenn du dir die Strecke im Nachhinein anschaust, das Anfang bis Endpunkt, also der dann, wo wir dann gesagt haben, wir biegen jetzt Richtung Zug ab, das ist schon eine Richtung, das passt schon. Aber dann deswegen war ich so überrascht. Dann sag du mal etwas zu der Magie der Flasche. Also wenn du pro Woche 5-mal oder 10-mal auf den Biesenberg läufst und dann kannst du irgendwo in Wien eine Flasche drehen mit 360 Grad und du triffst bei 30 Kilometer wieder den Biesenberg. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen die Flasche spricht. Weil 10-mal am Biesenberg, wenn du sagst pro Woche, ich würde eher sagen, dann ist es ein guter Samstag gewesen. Das könnte man auch noch kurz kommentieren. Ich war ja beim Flaschendrehen, bin ein bisschen später gekommen, aber die Flaschendrehung selbst habe ich ja glücklicherweise noch mitbekommen. Aber die Flasche wollte ja gar nicht aufhören zu drehen. Die war irgendwo so in einer Rundung drinnen, wo sie gedreht hat, ist nicht langsam geworden, gedreht, die hat sicher 30, 40 Umdrehungen hinter sich gebracht und ist dann wirklich in einer sehr tollen Richtung dann stehen geblieben. Das ist wahr. Was ich vielleicht noch generell erwähnenswert finde, ist, wir waren ja insgesamt 9, wie wir gestartet sind. Und es war, und jeder Läufer, der da dabei war, hat ja durchaus schon einiges hinter sich an Leistung. Also wirklich, da sind wir wahrscheinlich eher die Schwächeren, wenn ich mir da so Goldsteiglauf und so weiter anschaue. Aber es war
ein total entspannter Lauf. Das möchte ich auch wirklich festhalten. Das hat mir unheimlich gefallen, dass da jetzt da nicht, ich muss jetzt schneller, ich muss jetzt besser, ich muss jetzt dem anderen zeigen, dass ich irgendwie schneller, stärker, was auch immer bin, sondern es war wirklich ein gemeinsamer, entspannter Lauf. Also das habe ich wirklich genossen und sehr, sehr toll gefunden, weil es auch dadurch die Möglichkeit gegeben hat, dass man sich wirklich mit jedem unterhält während des Laufens und auch viele interessante Geschichten erfährt. Da muss ja noch einen sehr netten Schwank bringen. Ich habe im Nachhinein dann, hat er der Tom auf in seiner Kolumne im Standard geschrieben über den Flaschendrehlauf, und da gab es natürlich, wie das halt immer so ist, das Standardforum ist speziell. Und manche Menschen, die da drinnen Dinge posten, sind auch ein bisschen speziell. Und interessant dabei war, dass der eine oder andere geschrieben hat, ja, na, was das überhaupt ist und warum und wieso. Und dann war einer dort, der gesagt hat, naja, er fragt sie, was da eigentlich die Leistung dabei war. Also warum man das schreibt, was da überhaupt die Leistung ist. Und man hat tatsächlich gemerkt, der hat es nicht verstanden. Weil, wenn man jetzt sagt, 6,5 Stunden laufen und man schafft, weiß nicht, ich glaube, 48 Kilometer haben wir gemacht mit 700 Höhenmetern. Nein, das ist jetzt, wenn man jetzt von Ultraläufern spricht, nein, das ist keine Leistung. Das wird jetzt de facto jeder, der mal einen Marathon gelaufen ist, wird in 6,5 Stunden 48 Kilometer auch schaffen. Aber das Schöne daran war, das war ja gar nicht das Ziel. Das war völlig irrelevant, weil wir wussten, dass alle Beteiligten das schon mal gemacht haben und dass keiner irgendwem irgendwas beweisen muss, sondern einfach, wir laufen dahin, und wenn wir 30 Kilometer kommen werden, werden wir 30 kommen, und wenn wir 80 Kilometer kommen, werden wir 80 kommen. Es war einfach völlig wurscht. Das Sinn war, gemeinsam loslaufen, gemeinsam ankommen, eine Richtung. Ende der Geschichte. Ja, aber ich muss sagen, ich war davor schon etwas nervös, weil seit dem UTMB mein längster Lauf an 22 Kilometer oder sowas, das war einmal mit dir beim Wiener Winter Trail, den sie abgesagt haben, den wir dann selbst gelaufen sind. Und mir war schon klar, dass wir nicht nur 30 Kilometer kommen werden, wenn wir 6 Stunden sind, weil so fit habe ich uns schon eingeschätzt, dass wir da die Marathon-Grenze wirklich knacken werden. Und es war ein ungewohntes Gefühl, aber ich war durchaus ein bisschen angespannt oder nervös oder ich weiß nicht, wie man sagen soll. Ich habe schon lange nicht mehr die Marathon-Grenze durchbrochen. Wobei man dazu sagen muss, für alle, die nicht wissen, wofür du vorher trainiert hast. Du hast vorher für den UTMB, also für 171 Kilometer trainiert. Also du bist schon vorher ein bisschen was gelaufen. Nein. Aber trotzdem, es waren doch 4 Monate oder 5 Monate seitdem. Das ist ja doch. Flo, ich kann dich verstehen, mir ist es genauso gegangen. Seit dem UTMB bin ich mein längstes, nämlich eben als Vorbereitung für diesen Lauf, haben wir gedacht, okay, laufst du da mal 20 Kilometer auf der Geraden und schaust, wie es geht. Du bist nicht gestorben, also darfst du dann laufst halt mit. Genau so ist es und hat auch gut funktioniert. Aber ich kann es nachvollziehen. Und ich habe es zum Schluss dann schon gemerkt, ich gebe es zu. Aber das wollte ich ja unterstreichen, mir war schon klar, dass es irgendwie geht, weil selbst wenn ich wirklich eingegangen wäre, was ich zum Glück nicht bin, dann hätte die Gruppe wahrscheinlich irgendwie langsamer gemacht und hätte irgendwie auf mich gewartet. Und deswegen habe ich dann auch, deswegen sage ich, ist ja sowas wie Angst, war jetzt ein bisschen übertrieben, aber man kennt das ja, wenn man die Ultraläufer oder die Läufer unter sich, wenn es dann darum geht, dass man einfach Spaß hat, ist das Tempo auch wurscht. Man muss sich nur, solange man sich aufeinander einstellt und solange man dann irgendwie auf dem uns Anführungszeichen langsamsten wartet und dem nicht davonläuft, kann man seinen Spaß haben. Das danke dafür, ja. Und du hattest gerade vom Eingehen. Wir haben auch auf dich gewartet, ne? Robert. Du hast vom Eingehen geredet. Stell dir mal vor, es wäre nicht Februar gewesen, sondern sagen wir April, Mai und die Biergärten hätten offen gehabt. Da hätte auch kein Corona haben dürfen, das kommt noch dazu. Ja, es soll ja weiterhin ein Lauf sein, ne? Aber schwierig ist es schon, da weiterzulaufen. Da wäre die Wachau dann ein gutes Ziel gewesen.
Wenn du so weit kommst. Man hätte halt dann, das wäre dann unrealistisch gewesen mit 6 Stunden. Hätten wir gleich sagen sollen 12, weil wir machen ja eine Stunde Pause. Ja, wobei ich keine Ahnung habe, das weiß der Tom sicher, wo die Wachau anfängt. Bei Dürnstein? Nein, bei Krems. In Krems. Wenn du einen Wachau-Marathon läufst, kommt irgendwann knapp vor der Ortseinfahrt nach Krems, da rennst du die Donau runter, kommt irgendwann das Schild irgendwie hier quasi Ende des Weinbaugebiets Wachau, sie kommen jetzt nach Krems und das, also das ist eine ganz genaue Grenze und oben bei Dürnstein ist halt irgendwie dann, ja, aber da, das ist irgendwie ganz genau, oberhalb davon ist glaube ich der Strudengau, ist dann drüber und dann kommt man schon Richtung Passau langsam. Ah, okay. Also Ritterkopf nach Linz. 100 Kilometer hätten wir machen müssen, dann wären wir in der Wachau gewesen. Da wäre es leider Gebirge, aber näher. Das ist richtig. Das wäre, wenn man in den Süden gelaufen wäre, wäre das genau auf der Strecke gewesen. Und dann hätte es natürlich auch zum Schluss eine gute Verpflegung bei uns gegeben, weil am Fuße des Leitergebirges steht mein Haus mit guter Verpflegung natürlich. Man muss aber bedenken, wenn man jetzt in die Wachau reinläuft, neben der Donau hat man nicht so viele Höhenmeter und das Hochgebirge, Leitergebirge, das muss man schon mal durchschreiten auch. Also ist gar nicht so einfach. Wir haben leider die Sauerstoffmasken nicht mitgebracht, deswegen war die Krödel. Ja. Und ich möchte es ja nochmal erwähnen, das Leitergebirge ist das schönste Gebirge Österreich. Habt ihr gewusst, dass es im Leitergebirge 4 Skigebiete gibt? Na, und am Leitergebirge ist der östlichste Skilift Österreichs. Mhm. Ja. Ja. Haben die immer noch eine Mittagspause dort? Ja, aber nur kurz. Ja. Aber ich möchte das natürlich zum Anlass nehmen, alle Kollegen, die ich da so sehe, einzuladen, das Leitergebirge laufend zu entdecken. Wir werden dann natürlich auch, weil ja das mit Erstbesteigung und so weiter durchaus gefährlich werden kann, werden wir uns auch als einheimische Hilfe dann den Hans holen, den Hans Hums, der kennt sich da noch besser aus wie ich. Local Legends. Ja, absolut. Und die Kilometer, die er läuft, da komme ich nicht einmal annähernd dran. Und wie gesagt, danach gibt es eine gute Verpflegung. Meine Lebensgefährtin hat schon gefragt, wie viele Leute ladest du da ein? Weil da müssen wir dann kochen und so weiter. Ich habe gesagt, ja, so viele Verrückte wird es nicht geben, die da kommen. Aber ein paar werden es schon werden. Ja. Und ich habe gerade nachgesehen, die höchste Erhebung des Leitergebirges ist der Sonnenberg. Also wenn das nicht einladend ist, dann weiß ich nicht. Ich möchte trotzdem warnend anfügen, dass das Burgenland das einzige Bundesland Österreichs ist, das keine eigene Bergrettung hat. Gell? Wir Wiener haben ja eigene Bergrettung, aber im Burgenland gibt es das nicht. Das ist, also das muss man schon bedenken. Ja? Deswegen muss man schauen, wenn man einen Bergunfall am Leitergebirge hat, auf der niederösterreichischen Seite, weil das Leitergebirge ist ja sozusagen genau die Trennung zwischen Niederösterreich und Burgenland. Deswegen ist mir auch ganz wichtig, wir wohnen noch auf der niederösterreichischen Seite, nicht auf der burgenländischen Seite. Okay. Also jetzt hinterfrage ich schon, ob wir das als Podcast verantworten können, dass wir hier das Leitergebirge promoten, wenn da die burgenländische Seite so verantwortungsvoll mit den Gästen umgeht. Verantwortungslos meinst du? Ja, meine ich verantwortungslos. Ich bin so durcheinander, ich kann nicht einmal mehr reden. Ja, das Leitergebirge kann verwirrend sein, ich weiß. Das ist sehr gefährlich. Schwenken wir wieder zurück zum Bisonberg, also das nächste Highlight der Wiener, der österreichischen Gebirgslandschaft. Wir haben kurz davor eine Pause gemacht beim Biller, hatten da glaube ich unsere stärkste Stunde mit 2,5 Kilometer und sind dann den Bisonberg rauf, haben da oben ein bisschen die Aussicht genossen und jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie ging es dann genau weiter? Wir hatten eine Trainingseinheit oben, wir haben einen Fitnessparcours durchschritten. Das stimmt, wir haben ja CrossFit Games draus gemacht. Ja. Richtig. Im Wald Fit Park, glaube ich, heißt das Teil. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Also, das habe ich bewusst gar nicht wahrgenommen. Ja, der ist aber tatsächlich sehr schön gelegen, weil man einerseits rüber sieht zum Leopoldsberg.
und also ein Stückerl Wien. Also man hat da einen recht guten Ausblick von der Seite. Und ja, wir sind über diesen, nennen wir es mal mediterranen Steig rauf. Der ist in der Nähe von diesem Nordwiener Steig. Und das ist schon, also wenn man diesen Weg, den wir raufgegangen sind, zügig rauf oder runter macht, kann man schon ganz gut Koordination trainieren. Ja. Weil das sind nur, weiß ich nicht, ich glaube 150, 160 Höhenmeter, aber halt 20% Steigung. Du sprichst das aus Erfahrung. Ja. Und egal, ob du die 20% Steigung versuchst rauf zu laufen oder mit ein bisschen Geschwindigkeit runter zu laufen, es gibt da so eine Grenzgeschwindigkeit, dann wird es anstrengend. Und ja, dann sind wir einfach oben entlang bis zur Elisabethhöhe, was der höchste Punkt ist, oder einer der drei Gipfel vom Biesenberg. Und dann über auch einen recht steilen Steig wieder runter Richtung Lurzgrotte, Richtung Biesenberg, also zur Ortschaft. Und sind dann einmal quer Feld ein. Im Endeffekt haben wir Korneuburg umlaufen, dass wir nicht durch die Stadt durchlaufen, sondern einmal so außenrum. Und dann auf die Burg Kreuzenstein, die neueste alte Burg in der Gegend. Gebiet, das dem Peter vollkommen fremd ist. Richtig, richtig. Aber auf dem Weg dahin habe ich dir noch erzählt, okay, jetzt nehme ich dich auf und du musst jetzt mal Downhill laufen. Und dann, alter Falter, hast dir die Füße aber mal richtig schnell bewegen können. Respekt. Bist wirklich so gesaust ohne Ende. Also, der Peter kann Downhill, habe ich gelernt. Man muss dazu sagen allerdings, den Downhill kann ich, glaube ich, um 2 Uhr morgens ohne Stirnlampen mittlerweile laufen, weil ich habe irgendwann geschaut und es sind, glaube ich, 65 Mal bin ich ihn in den letzten 90 Tagen runtergelaufen. Also irgendwann, ich finde wahrscheinlich bei mir daheim in die Küche gleich gut. Hast du denen Steinen schon Namen gegeben, oder? Nein, aber ich habe diesen Weg schon sehr oft von allen möglichen und unmöglichen befreit. Also von wahrscheinlich nicht absichtlich verlorenen Mountainbike-Handschuhen, Hauben, Socken, wobei bin mir nicht ganz sicher, wie man unabsichtlich seinen Socken verlieren kann, bis hin zu Müll aller Art. Also Waschmaschine noch nicht, aber Dosen, Flaschen, Verpackungen, Papierl, alles Mögliche, was ich dort schon gefunden und mitgenommen habe in meinem Sackerl, weil wenn du halt 1000 Mal da drauf runterlaufst, ich bin der sich wahrscheinlich am öftersten dann drüber ärgert, also ramm es gleich weg. Ja, aber eins muss man schon sagen, also wenn man beim Trail laufen, ich meine, Kleidung wieder schmutzig, da man zufällig eine Waschmaschine verliert, das kann ja schon mal passieren auch, oder? Wohl wahr. Und in so einem Trail-Rucksack hat er extrem viel Platz. Ja. Wie schaut denn das aus, wenn ich in die Ortschaft reinkomme und dreckig bin? Ich meine, das gehört ja nicht. Richtig, weil außerdem unten ist die Lurzgrotte und die Kirchen und wenn an einer Kirche dreckig vorbeilaufen. Ja. Also, jeder also, Traillaufer weiß nein. Doch, also dreckige Schuhe gehen gar nicht, oder? Ja, deswegen werden dann die dreckigen Socken ausgezogen. Ne? Also wir haben schon die Erklärung dafür. Ja. Ich frage mich nämlich auch, weil du vorher gefragt hast, wie man unabsichtlich Socken verliert. Ich frage mich auch, wie man absichtlich Socken verlieren kann. Also, es ist mir generell unerklärlich. Nehme ich sie und schmeiße einfach durch die Gegend zu, juhu. Nein, also ich kann mir das schon vorstellen. Schau dir einfach die ersten Videos von den Red Hot Chili Peppers an. Und ja, ihre gut, Begleitung. Die haben sie anders getragen. Das kann schon sein, dass sie es dann verlieren. Aber wisst ihr noch, früher gab es Banken und die hat man immer überfallen mit Socken über dem Gesicht. Achso, wenn du die Socken so trockst wie die Red Hot Chili Peppers, hilft dir das in der Bank aber nichts. Im Gesicht ist immer noch frei. Gell? Ich weiß ja nicht, wie du Menschen wiedererkennst, aber
haben wir wahrscheinlich viel mehr über den Flo erfahren, als wir jemals erfahren würden. Ich betrete meine Bank immer nur mit Socke. Wobei ich die Formulierung Socken absichtlich verlieren, das impliziert, man kann Socken auch unabsichtlich verlieren. Wie das beim Laufen passieren soll, ist mir noch rätselhafter, weil absichtlich ist ein bewusster Akt, aber versehentlich ist die Socke weg. Ja. Vielleicht, wenn man zu schnell läuft. Ist es mir noch nie passiert, aber soll es ja vielleicht auch geben. Ja. Schuhe lösen sich auf. Socken verschwinden. Vielleicht ist das, wenn man die 3 Minuten pro Kilometer Schallmauer durchbricht, dann lösen sich die Socken auf. Es gibt ja so komische Leute, die in Sandalen laufen. Ja, aber oder vielleicht irgendwie hängst du die Socken, die von Waschmaschinen gefressen werden, die kommen am Biesenberg wieder aus dieser Möbiusschleife raus. Dann. Ach so, das ist so ein Wurmloch. Ja. Das zweite Ende des Wurmlochs im Biesenberg, wo die Socken ausgespuckt werden. Das ist das andere Ende. Wir sind ja noch weitergelaufen. Richtung Kreuzenstein, zum Michelberg und hinten gibt es auch den Waschberg. Da ist der Eingang. Das Ding hieß Waschbär. Der Waschbär. Waschberg. Wir schmeißen die Socken rein und rauskommen zum Biesenberg. Ich habe das hier zuerst gehört. Ja, niederösterreichische Geschichte, hautnah erleben, nur bei uns. Da lernt man was, ja. Ja, könnte man so eine Sage machen, huh? Oder vielleicht gibt es eine Sage, die Sockensage vom Biesenberg. Ich finde, wir sollten das herausfinden und wenn es die gibt, dann verlinken wir die in die Shownotes. Auf dem Waschbär war übrigens mein Moment des Tages, weil ich habe das geliebt und war hin und weg von Wien mit, wie gesagt, diesen 6 bis 7 Kilometer Schlossanlage, aber dieser tolle Downhill darunter in das weite Tal von der Donau war echt geil. Das war aber auch einer der Punkte in der Gegend, die ich noch nicht kannte. Also diese letzten, also wir sind Burg Kreuzenstein, sagen wir gelaufen, ich führe mal schnell fertig durch, die man sich gerne anschauen kann und sollte. Es ist so eigentlich ein Museum mittlerweile drinnen. Und die ist, sie ist, glaube ich, der Grundstock ist sehr alt, das ist irgendwie so 12. Jahrhundert, so das Ursprungsding, aber eigentlich ist nichts mehr davon da. Und neu aufgebaut haben sie es spät, vor 100 Jahren. Ja, also so 150 Jahre ungefähr. Und das ist jetzt da gut restauriert und man kann sich das halt alles anschauen. Und dort waren wir noch ganz kurz. Und dann sind wir zum Goldenen Bründel, was ein klassischer Radfahrstopp ist. Also von allen, die im Weinviertel mit dem Rennradl herumfahren, die fahren irgendwann beim Goldenen Bründel vorbei zum Einkehren. Und dann geht's weiter auf den Michelberg. Und dort sind wir dann schön langsam eingeschwenkt Richtung Zielort. Wir haben gesagt, okay, bis Stockerau, das geht sich gut aus. Und sind dann eben auf den Waschberg gekommen. Und das war wirklich überraschend, dass dort oben so ein cooler Downhill ist, der wirklich wunderbar das komplette Becken offenbart hat. Mit Gipfelkreuz. Ja. Mit Gipfelkreuz. Das einzige Gipfelkreuz des Tages, oder? Am Biesenberg ist theoretisch auch eins, oder? Richtig, oben auf der Elisabethhöhe war auch ein Kreuz. Aber ich glaube, das ist vorbeigelaufen. Und du erkennst den Gipfel nicht wirklich als Gipfel. Das ist halt. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war der letzte Berg auch das Highlight. Also dieser Ausblick und dieses, das war echt nochmal geil. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, wir laufen das jetzt irgendwie so Richtung Stocker raus und das wird so ein bisschen zäh hinten raus, weil es halt irgendwie durch die Einöde ist oder so. Aber dass das nur so ein Highlight rausknallt, das hat mir echt dann nochmal, das hat mir echt nochmal ziemlich taugt. Ich habe gerade nachgelesen, nach dem Waschberg wurde die geologische Einheit der Waschbergzone benannt. Das ist ein geologischer Streifen vom Waschberg über den Michelberg bis zu den Leiserbergen. Die Leiserberge, die musst du auch suchen. Also das Leitergebirge ist echt hoch dagegen. Und das geht bis nach Südmähren. Und das ist ein, also da gibt es halbtrocken Rasen, deswegen war dort oben die Vegetation ein bisschen anders, also schon fast alpin. Ja, fast über der Baumgrenze, oder? Also es hat sich so angefühlt. Beinahe.
Aber das ist tatsächlich, dieser Hügel hat sich schon ein bisschen unterschieden jetzt vom Look and Feel zum, sagen wir mal, jetzt der Biesenberg oder Leopoldsberg. Es war schon ein bisschen anders. Ja, und auch davor dieser Michelberg, der war ja auch quasi, da hast du nicht erkannt, dass wir jetzt oben waren. Da war dieses Gasthaus, wo wir irgendwie geschaut haben, ob wir noch ein Wasser finden. Das, glaube ich, war oben, aber das war jetzt an sich unspektakulär. Ja, es hätte noch weiter rechts, hätte man noch, ich glaube, 30 Höhenmeter machen können zu einer Kapelle, weil der Michelberg hat kein Gipfelkreuz, sondern eine Gipfelkapelle. Ich meine, auf der ist dann wieder ein Kreuz, aber anderes Thema. Aber auch dort, wie gesagt, Halbtrockenrasen, wichtiges Detail dieser Berge dort. Also das ist jetzt der Fun-Fact, mit dem du durch die Welt ziehst, dass du jetzt ja, natürlich Halbtrockenrasen. Ja, wobei Berge an dieser Stelle, also der Biesenberg hat glaube ich 380 Höhenmeter, also Meter über Meer, der Michelberg hat 409 und der Waschberg hat, Moment, 388, also Berge für alle Tiroler. Das, was da als Berg ganz oben ist, ist bei euch unten mit der Schaufel 200 Meter weiter graben. Im Keller. Im Keller runter. Um das Drama noch zu vergrößern, ist der Biesenberg, die Talsohle des Biesenbergs beginnt ja auf 170 Meter Seehöhe. Das ist nämlich die Höhe von Floridsdorf, ne? Das ist so. Das ist eine leichte Anhebung. Aber, ja, bei der Simulation können wir auch wieder zu Burg Kreuzenstein kommen. Die ist ja eben auch im Jahr 1874, wird es gerade nachgeschaut, gebaut worden. Aber mit Originaltrümmern jener Burg, die aus dem 12. Jahrhundert stammten, die im Dreißigjährigen Krieg gesprengt wurde. Allerdings nicht im Zuge von Kampfhandlungen, sondern der Besitzer zog ab, weil er sich vor Kampfhandlungen fürchtete und hat seine eigene Burg gesprengt. Das ist Geschichte, das muss man nicht verstehen. Okay. Also ist eine historisierende Burg. Und das sind so wie die Berge rundherum auch nicht wirkliche Berge sind, das ist auch keine richtige Burg. Ich finde es einfach schön, das ist so ein bisschen eine Etikettenschwindelgegend. Ne? Miniatur Österreich quasi. Wir haben Berge und Burgen. Mhm. Und wenn du das in kleinen und in kurzen Distanzen erleben willst, dann einfach kurz aus Wien raus. Mhm. Dann brauchst du sonst nirgends mehr hinfahren. Inklusive Wurmloch. Inklusive Wurmloch und Waschstraße. Sockenloch. Socken, Wasch und Wiemloch. Genau, aber also nach dem Waschberg sind wir dann nur noch, es waren dann glaube ich 4-5 Kilometer oder was, Richtung Stockerau, direkt zum Bahnhof, wo wir dann freudigst ein kühles Blondes erwartet haben oder irgendwie sehnsüchtig. Ja, aber das war jetzt, wenn es Highlights gab, war das Downlight, weil ich weiß nicht, wie lange wir da in der Ortschaft langgelaufen sind und wir haben erwartet, dass da irgendwann einmal eine Kaschemme, irgendein ganz schlimmes Wirtshaus kommt. Ein Gifthitten. Ja, was auch immer, wo wir dann gemeinsam einen schönen Abschluss feiern können und es war halt dann Imbissstuben, wo das Bier trotzdem 4-5 Euro kostet. Also Imbissstube ist ja gut, es war der Würstel stand am Bahnhof und die Bestellung waren, glaube ich, 2 Mineral, 5 Cola, 8 Bier und er hat uns kurz angeschaut, hat überlegt, ob er jetzt irgendwas sagen soll dazu und hat dann uns angeschaut und gesagt, ach, und dann hast du richtig gesehen, so, ach was. Und da hat er mal ausgeteilt. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geschäft. Alle waren glücklich, dann hat es noch eine zweite Runde Getränke gegeben. Und ich glaube, der hat bis zum Schluss darauf gewartet, dass irgendwer dort was isst. Aber das ist halt einfach nie passiert. Aber ich muss sagen, was der Robert davor gesagt hat, die letzten 2-3 Kilometer waren dann schon irgendwie zach und die sind wir dann schon ziemlich, wie wir da ewig durch Stockerau durchgeduckert sind und nach wann kommt dieser verdammte Bahnhof endlich, das hat dann schon irgendwie so semi-Spaß gemacht. Da ist man ja, da schon ziemlich im Zagel. Das hat es wirklich lang gedauert, ja, weil also von dem Waschberg runter und dann so über diese Nachbarortschaft, über das Feld runter zu Stockerau,
Das war echt nett. Da hat's, war super Wetter und alles. Aber dann in Stockerau, ich glaube, wir sind ja fast 2 Kilometer von Stockerau bis zum Bahnhof gelaufen. Das war ja dann noch von 46 auf 48 Kilometer, das hat sich ewig angefühlt, ja. Stockerau ist jetzt da auch nicht unbedingt eine Stadtperle, wenn man so Richtung Bahnhof läuft. Also es gibt in Stockerau sicher auch die eine oder andere schöne Ecke. Es hat nur noch keine gefunden. Alle, die aus Stockerau kommen, bitte schreibt es uns, wo die ist. Ich war schon ein paar Mal dort, die jetzt noch nicht gesehen. Bei Stockerau kann man sich vorstellen, wie, naja, so eine ganz lange Tankstelle. Was? Es ist eine Straße. Ja, links, rechts sind einfach ein paar Häuser und das war's. Also das, da ist kein richtiger Ortskern, sondern es ist einfach eine Hauptstraße mit links, rechts ein paar Häuser und fertig. Ich weiß schon, dass da irgendwo ein Hauptplatz ist, nur dass du den Platz und das Platz erkennst. Jetzt muss ich dazu sagen, wir lästern ja gerade oder erzählen einen Download, das lag auch nicht mehr auf der Flaschenroute. Das ist richtig, das ist richtig. Wir mussten ja den Zug erwischen, deswegen sind wir von der dann schnurks irgendwie nach links abgebogen. Ja. Ja. Man muss auch dazu sagen, wenn wir die Route weitergelaufen wären, wären wir in die sogenannte Pampa gekommen. Ach, Argentinien. Weder ein Bus fährt, noch ein Zug fährt, noch irgendwas. Ja, aber da gibt es guten Wein und gutes Fleisch. Ja, aber dann hättet ihr, glaube ich, ein Problem mit euren Frauen gehabt. Möglicherweise. Richtig. Also, und wir hätten den Waschberg nicht gesehen. Ach, stimmt. Der lag nämlich richtig auch nicht auf der Route. Oh. Jawohl, richtig, richtig. Da spricht der Mann mit dem Kompass. Da kommt man dann in Gegenden, wo nicht der Bus zweimal am Tag fährt, der fährt dann zweimal in der Woche. Nachdem wir jetzt beinahe durch sind, von mir trotzdem nochmal die Frage. Die Ursprungsidee war ja eben nicht immer, ich weiß nicht, auf die Uhr zu schauen, auf eine Karte oder selbst auch nicht auf Sachen, die man, also wir haben es ja im Endeffekt ein bisschen weiterentwickelt. Das finde ich gut. Das ist auch keine Kritik. Also ich finde, wahrscheinlich ist das ein ganzes, eine ganze Bewegung, die Flaschendrehlaufbewegung. nein. Wir müssen das irgendwie patentieren und daraus das zu Geld machen. Ja, macht. Wir laufen mit, ihr macht das Geld. Yes. Wir brauchen nur Bier. nein. Die Idee war einfach, zu jeder Kreuzung zu kommen und dann nur auf den Kompass zu schauen. Was ist näher an dem? Und am Schluss kannst du nicht mehr sagen, okay, wo kommst du denn raus? Nee. Weil der Gag ist, am Schluss kann auch ein Weg, der eine Linkskurve macht, wenn er in die Richtung zeigt, na, dann musst du den Weg halt weiterlaufen. Weil das hatten wir am Anfang diskutiert bei unserer, wir haben halt drüber geredet, wie macht man denn das überhaupt? Wollen wir jetzt einfach eine Flasche drehen und dann sagen, okay, am Schluss kommen wir, auf einer Karte siehst du es ja dann, in, sagen wir, Stockerau raus. Ja? Und dann suchen wir uns einfach den schönsten Weg zu Stockerau. Und dann haben wir gesagt, nee, gerade das ist es nicht, sondern bei jeder Abzweigung müsstest du theoretisch deinen Kompass nehmen. Ist natürlich auch anstrengend, aber es ist mal ein ganz anderes Laufen. Ja. Fand ich natürlich bei uns jetzt, das wäre unsinnig gewesen, weil es war so viel Highlight, so viel Spaß und wie gesagt, so eine Stadt wie Wien, es wäre blöd gewesen, wenn wir da nicht auf den Tom gehört hätten. Ne? Aber meine Frage an euch ist, reizt euch das? Ich glaube schon, also ich glaube, wir hatten den Nachteil, dass wir halt irgendwie die Gegend so ein bisschen gekannt haben und das ein bisschen einschätzen haben können. Ich glaube, spannender ist es wahrscheinlich, wenn du es in einer Gegend machst, die du gar nicht kennst. Weil dann musst du zwangsläufig, denn das ist das Einzige, was dich anhalten kannst, der Kompass. Da wäre ungefähr gewusst, wo wir hin müssen und wie wir der App am schönsten hinkommen. Ich glaube, wenn du ortskundig bist, ist es sehr schwer, das auszuschalten. Vor allem, wenn du da noch so Wien herzeigen willst. Sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Weil, ja. Auch wenn du also in der Stadt kann ich es mir noch gut vorstellen, lustigerweise. Weil du schnell mal irgendwas entdeckst, was neu ist, was schön ist. Vor allem, wenn du 1, 2, 3 Ortskundige dabei haben, die da zumindest über den Stadtteil oder über irgendwas was erzählen können. Aber wenn du gerade so
aus Wien rauskommst, in einer Gegend, wo einfach viel Acker oder was auch immer ist, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass du nämlich nicht einmal sagst, oh, ich schaue mir die Häuser oder sonst was genauso an, sondern sagst, ah, da ist ein Feldweg, super, die nächsten 8 Kilometer und dann biege ich ab in die Richtung, wo der Kompass hinzeigt. Oh, es ist ein Feldweg, die nächsten 5 Kilometer. Geil, geil. Und das ist halt, ich glaube, da ist so die Überlegung, man weiß ungefähr, wo man hin will und man grob hält man die Richtung ein, aber so ein bisschen links, rechts nimmt man mit, weil je nachdem, wo du läufst, kann es entweder sein, du laufst irgendeiner B3 hinterher, weil die einfach just in die Richtung zeigt und du laufst exakt am weißen Seitenstreifen von einer Bundesstraße entlang. Das ist so semi-spannend. Oder du laufst halt echt durch irgendein, weiß ich nicht, Maisfeld. Und zwar auf Kilometer. Das ist dann eher eine meditative Geschichte, aber nichts, wo du sagst, da kann ich jetzt was erleben. Weil dann kann ich genauso gut, keine Ahnung, wie heißt der Lauf durchs Burgenland, der Nord-Süd, Race Across Burgenland, wo du einfach eine Straße entlang laufst, 230 Kilometer. Und den stellen wir jetzt auch nur. Aber du siehst, wir haben jetzt zwei verschiedene Varianten. Ja. Es gibt, glaube ich, einfach, also erstens haben wir schon bei der Einleitung festgestellt, jeder hat das ein bisschen anders interpretiert und jedes hat wahrscheinlich auch seine Berechtigung. Und der Gedanke zu sagen, dort, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, nur auf den Kompass zu verlassen, ist wahrscheinlich viel, viel einfacher, weil da kenne ich die zwei verschiedenen Möglichkeiten nicht. Wenn ich ortskundig bin und sage, die Richtung ist schier, die Richtung ist schön, wenn ich es eh kenne, dann ist es halt sehr schwierig, sich zu überwinden und sagen, na, dann laufe ich jetzt auf der schieren Seite, weil es halt der Kompass sagt. Ne? Da muss man sich einfach wirklich von Haus aus die Herangehensweise ausmachen oder überlegen und die dann halt auch durchziehen. Man kann ja dann durchaus Erfahrungen machen. Ich verstehe, was ihr meint, aber... Also warte, Flo, ein Punkt noch, den man sicher ins Treffen führen sollte, ist, bevor jetzt da jeder sagt, er macht es mit und nach, weil es so lustig ist, in der Gegend, wo wir es gemacht haben, also Wien oder bei Nürnberg oder so, ist es relativ... ungefährlich zumindest, weil es ist wurscht, wo du hinlaufst, das sind halt Hügel. Wenn du das Gleiche startest in, keine Ahnung, Rottenmann oder so, oder irgendwas, was jemand kennt, von mir ist Schladming, und du sagst, oh, ich laufe jetzt da 8 Stunden in irgendeiner Richtung, nur weil es mir ein Kompass ansagt und ja, du hast halt den Dachstein dazwischen, da sollte man sich vorher halt dann vielleicht schon überlegen, ob diese Steige, die dort sind, für die Personen, die mitmachen, geeignet sind oder nicht. Der Punkt hast du noch gesagt, weil es ist schon so. Also es heißt ja nicht stur nach Kompass Nadel ohne Wege, sondern tatsächlich logisch. Du suchst ja irgendeinen laufbaren Weg, der auch vernünftig ist. Ja, also ich denke, du könntest es auch in Innsbruck machen. Aber das ist halt eine ganz andere Couleur von Lauf. Und, du musst halt vorher schauen, ob das geeignet ist für Ausrüstung und weiter, weil dann auch die Zeit ja ganz andere ist. Und Können. Das kam übrigens nicht von mir. Also das hatte der Thorsten damals. Ich hatte nämlich auch gesagt, nee, lass uns doch lieber, keine Ahnung, so nach dem Motto schauen, wo der Kompass hin zeigt. Und dann nehmen wir diese 50, 60 Kilometer und suchen uns da einen schönen Ort, Zielort und laufen dahin. Hätte ich auch gut gefunden. Und er hat gesagt, nein, nimm das andere. Und der entscheidende Punkt ist, lass dich einfach überraschen und vertrau diesem komischen Fläschchen. Grundsätzlich verstehe ich, ja. Wie gesagt, gerade wenn es gebirgig wird, bin ich eher zurückhaltend, jetzt dann nicht, weil ich mit Bergen ein Problem habe, sondern weil ich schon zu viele Menschen auf Bergen gesehen habe, die
mit dem Wissen, der Ausrüstung und der Geländegängigkeit, die sie hatten, nicht dort sein hätten sollen, wo sie waren. Also nicht einmal ansatzweise. Ich denke mir auch, Sicherheit geht natürlich vor und man muss die entsprechende Ausrüstung ja haben. Das heißt, man muss das schon entsprechend planen, auch in etwa. Aber um einen Vergleich anstellen zu können, müsste man die Originalvariante aber mal ausprobieren. Na, ich verstehe den Zugang. Also das wäre durchaus sicher auch einmal lustig, ja, absolut. Also ich glaube, für mich steht eher tatsächlich so dieses gemeinsame Unterwegssein und nicht zu wissen, wo man tatsächlich ankommt, im Vordergrund. Also von dem her finde ich auch eine Gegend, die landschaftlich jetzt im Vergleich zu so einer bergigen Gegend ein bisschen mehr Freiraum bietet, für sowas auch eher geeignet. Also du kannst ja dann wirklich, so wie wir es halt gemacht haben, ganz unbefreit los und du kommst in einer coolen Gruppe auf einer relativ langen Zeit mit anderen ins Gespräch, du hast einfach Spaß den ganzen Tag und organisierst dich unterwegs spontan auch, ja, keine Ahnung, ja, jetzt drehen wir doch ein bisschen ab, damit wir doch wieder heimkommen, aber es ist einfach die Tatsache, du startest irgendwo und du weißt eigentlich nicht, wo du rauskommst, selbst wenn du dich auskennst, kannst du es nicht hundertprozentig sagen und das mit einer coolen Gruppe ist eigentlich das, was für mich bei sowas im Vordergrund steht. Weil da muss ich ja jetzt auch nicht selber, nur wenn man es jetzt Flaschendrehlauf nennt, sich da ja irgendwelchen Zwängen unterwerfen. Also wie gesagt, für mich war das cool, weil wir einfach auch eine coole Gruppe waren. Ja, und das so hat sich es auch entwickelt. Also das ist ja doch das, wo ich, wir haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt das nach diesen Regeln, wir haben die auch gar nicht groß erklärt, glaube ich, euch. Es war nur so die eigene Idee davon, ne? Und die wollte ich mal mit euch andiskutieren. Aber Andi, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Also es war so und das war auch das große Highlight. Und das hätte man nicht mit irgendwo Diskussion, in welche Richtung es jetzt geht, das wäre nur blöd gewesen und hätte keiner gewollt. Ja, aber es gab ja auch eigentlich nicht wirklich Diskussionen, weil irgendeiner hat gesagt, ja, in die Richtung und alles dann noch und dann hat man das vielleicht ein bisschen justiert aufgrund des Kompass und wir haben ja auf der Hälfte und beziehungsweise am letzten Drittel des Wegs ja noch gar nicht gewusst, wo wir eigentlich wirklich rauskommen, wirklich, sondern haben das dann erst ganz kurz angepasst, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt schon am Waschberg sind und Stockerau ist dann doch in der Nähe erreichbar und dort gibt es einen Zug, der regelmäßig fährt, dann nehmen wir das halt und bis kurz davor haben wir eh nicht gewusst, dass wir wirklich nach Stockerau, weil ich kann mich da an irgendwelche anderen Namen erinnern, wo wir da hinlaufen wollten, kennen wir in der Gegend auch nicht so genau aus. Ja, ja, also das hat sich ja eh so entwickelt. Also für mich abschließend muss ich sagen, es war wirklich ein perfekter Lauf in einer perfekten Gegend mit super Wetter und mit echt coolen Leuten. Aber Achtung, keine Mädels. Gibt es keine Mädels, die laufen so lange? Wo aber das an uns zu schnell? Also bei uns im Team hätten wir schon die eine oder andere. Sag ja, das an uns zu schnell. Nein, ja. Die hätten uns gestresst mit der Geschwindigkeit. Ja. Wir sind nur die Schildkrötengruppe, da können wir mit so schnellen Mädels ja. Anfangen. Wir sind der Besenwagen aus dem Team. Aber ja, ich glaube, es ist eh schon alles gesagt worden, aber ich möchte das auch nochmal wiederholen. Ich finde, das Schöne war ja, dass die Idee auch so ein bisschen angepasst ist und weiterlebt. Und das ist ja irgendwie das Spannende, wenn du so diese Idee hast und so eine gewisse Vorstellung hast und wenn du dann merkst, dass das zumindest ein bisschen anfängt, ein Selbstläufer zu werden und dann so adaptiert wird und einfach einen neuen Spin einfach bekommt. Ich finde, das ist immer ein bisschen inspirierend. Und was ich auch halt toll gefunden habe, obwohl es auch eine Gegend ist, die man kennt und obwohl es auch irgendwie jetzt nicht so viel Unbekanntes auch für mich war. Es war trotzdem lässig und mit einem Schluss hinten raus, dass man wirklich was gehabt hat, was man gar nicht kannte. Ich finde, das hat den Mix jetzt irgendwie ausgemacht. Das stimmt. Mhm. Und mein Learning des Tages war, dass die Donau eigentlich Inn heißen müsste. Wir haben so viel gelernt in dem Lauf, das ist ja Wahnsinn. Das Lexikon des nutzlosen Wissens. Richtig. Richtig. Aber es ist schön, das ist vor allem etwas, das man wirklich nicht braucht, aber es bleibt dann sofort in Erinnerung.
Also mein Learning war auf jeden Fall, dass man Medien kaufen kann, und das finde ich ganz toll. Also das möchte ich noch einmal wiederholen. Das hast du jetzt erst gelernt? Also so, wir fangen ungefähr jeden zweiten Podcast damit an, dass wir käuflich sind. Also richtig. Da merkt man, Robert, dass du uns nicht genug gehört hast. Doch, aber ich habe euch nicht geglaubt und ich habe es ausprobiert und ich kann es bestätigen, es ist wirklich so. Also übrigens, ich habe mir auch überlegt, ich wollte mir Münzen einstecken und wollte euch mit Geld bewerfen, weil man dachte, erstens so viel Gewicht möchte ich nicht mittragen, außerdem will ich keinen verletzen. Scheine konnte ich mir nicht leisten. Bei dem Wind wäre es eher unangenehm genommen gewesen. Ah, das waren meine Socken. Ich möchte noch, wir machen da jetzt ein bisschen ein Businessmodell draus. Wenn Leute aus Stockerau da sind, die uns dafür bezahlen wollen, dass wir gut über Stockerau reden, die Messlatte liegt jetzt bei 10 Euro. Go for it. Wenn wir sogar über das Leitergebirge gut reden, reden wir auch über Stockerau gut. Naja. Und für den Würstelstand haben wir auch schon Werbung gemacht. Wir müssen ein gutes Wort für den Würstelstandbesitzer einwerfen. Also. Ich glaube, die nächste Runde sollte dann aufs Haus gehen. Da möchte ich mich noch speziell bei den deutschen Kollegen bedanken für die Einladung. Das habe ich nämlich ganz, ganz vergessen. Also danke für diese Getränke-Einladung. Besten Dank. Gerne, gerne. Jo, da sage ich auch danke. Flo, abschließende Worte oder geben wir nochmal in die Runde? Was hättest du denn gern? Ja, na, wenn irgendwer noch das Gefühl hat, er muss noch was sagen, dann bitte gerne. Ansonsten will ich nur hinzufügen, dass es gab ja schon erste Gespräche über eine Flaschendrehlauf 3.0. Also ich glaube, die Idee lebt weiter und wird sich auch wieder in diesem Podcast besprochen werden. Hat noch irgendwer abschließende Worte? Möchte wer was sagen? The stage is yours. Ja. Abschließend vielleicht nicht, aber ich glaube, egal wie das Setup gewesen wäre, wenn man einfach eine coole Truppe ist, ein bisschen einen Spaß hat, dann wird das einfach ein schönes Erlebnis. Genauso war es am Flaschendrehlauf 2.0. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte und ich hoffe auf ein nächstes Mal. Ja, also genau dem würde ich mich auch anschließen. Es war wirklich cool und ja, vielleicht schaffen wir das noch einmal, irgendwann einmal. Gut, mit diesen wunderbaren Worten möchte ich mich von euch verabschieden. Die Premiere mit 7 Leuten in dem Podcast ist gut geglückt, finde ich. Wir können es einfach wieder machen. Servus. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.